Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Version vom Frozen Money Glitch zeigen. Ja, mit dieser Methode braucht ihr keinen Zerwizard und ihr müsst auch keine Vögel mehr duplizieren. Ihr braucht allerdings dafür die Frischfleisch-Mission im Story-Modus. Spielt einfach im Story-Modus bis zur Frischfleisch-Mission. Wenn ihr den Story-Modus schon zu 100% abgeschlossen habt, ist das natürlich auch in Ordnung. Und ja, ebenso benötigt ihr das Geld für die Fahrzeuge, die ihr kaufen wollt. Das Geld bekommt ihr allerdings hinterher wieder. Das heißt, wenn ihr euch jetzt 3 Deluxus kaufen wollt zum Beispiel, benötigt ihr das Geld für die 3 Deluxus, aber ihr bekommt das Geld hinterher wieder. Und ihr könnt die Autos auch noch verkaufen. Und ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir uns auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns zunächst einmal in den Story-Modus, gehen dann mal auf Options, dann auf Spiel. Gehen dann runter zur Frischfleisch-Mission, das müsste die 57. Mission sein. Diese Mission starten wir jetzt einmal. Und zwar erstellen wir uns jetzt einen gemoddeten Spielstand, womit wir dann gleich den Frozen Money Glitch machen können. Das heißt, wir starten jetzt einfach die Frischfleisch-Mission, diese Mission ganz normal spielen. Dann werdet ihr am Ende dann diese Cut-Sequenz bekommen. Und nach dieser Cut-Sequenz werdet ihr mit Michael im Badezimmer spawnen und dann müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Sobald ihr euch jetzt bewegen könnt, müsst ihr euch dann sofort ins Schlafzimmer begeben und das Spiel einmal abspeichern. So, einmal ganz schnell ins Schlafzimmer begeben. Das ist das falsche Zimmer. So, einmal schnell zum Schlafzimmer, zum Bett. Kurz nach rechts drücken, das Spiel abspeichern, einmal einen neuen Spielstand erstellen. So, einfach neuen Spielstand anlegen, mit X bestätigen. So, jetzt gibt es 2 Varianten. Entweder spawnt ihr jetzt, dann werdet ihr unten links eine Minimap bekommen. Wenn ihr unten links die Minimap bekommt, einfach auf Options, dann geht ihr auf Spiel und dann müsst ihr diesen Spielstand einmal neu laden. Oder wie es jetzt bei mir der Fall ist, ihr werdet dann sofort dann einen Blackscreen bekommen und dann wird sich das Spiel neu laden. Sind wir jetzt im Story-Modus angekommen, gehen wir einmal auf die Frischfleisch-Mission und laden diesen Spielstand einmal neu. Dann werden wir jetzt dieses Logo bekommen, ist auf jeden Fall perfekt. Diese Meldung können wir einfach mit X bestätigen. Es könnte sein, wie jetzt bei mir der Fall ist, dass Simeon uns jetzt schon anruft. Einfach den Anruf mit Kreis ablehnen. Das ist wirklich ganz wichtig. Wenn Simeon euch anruft, diese Anrufe erstmal mit Kreis ablehnen. Das ist wirklich ganz wichtig. Dann werden wir jetzt hier durch die Map buggen, durch die Map fallen, ist auf jeden Fall perfekt. Dann wird uns Simeon nochmal anrufen, wir drücken wieder auf Kreis. Haben wir dann auf Kreis gedrückt, öffnen wir einmal das Interaktionsmenü, gehen dann auf den Regisseur-Modus. Dort im Regisseur-Modus angekommen, gehen wir dann wieder zurück in den Story-Modus. Hier im Story-Modus angekommen, einmal Selbstmord begehen, dann werden wir beim Krankenhaus spawnen. Und jetzt hier beim Krankenhaus angekommen, einmal das Spiel erneut abspeichern, einfach das Handy öffnen. Schnell speichern. Können dann ganz einfach den Spielstand überschreiben. Und jetzt warten wir auf den Simeon-Anruf. Ja, und wie gesagt, diese ganzen Schritte hier, die müsst ihr auch nur ein einziges Mal machen. Diese Vorbereitung hier. Wenn ihr die gemacht habt und euch den gemoddeten Spielstand gespeichert habt, jetzt ruft uns Simeon an. Diesen Anruf auch einfach ablehnen. Wir drücken dann auf Options, auf Online und gehen dann in irgendeine Online-Sitzung. Ja, wie gesagt, diese Vorbereitung, die müsst ihr auch nur ein einziges Mal machen, wenn ihr euch den gemoddeten Spielstand erstellt habt. Dann reicht es, wenn ihr einfach nur diesen Spielstand einfach nur neu ladet und schon könnt ihr dann den Frozen Money Glitch machen. So, jetzt in Open Lobby angekommen, begeben wir uns einfach in die Garage, wo wir die Deluxus uns reinkaufen wollen. Also ihr könnt euch Deluxus kaufen oder Scramjets, irgendwelche Autos könnt ihr euch kaufen, aber ganz wichtig, keine Immobilien. Kauft euch wirklich keine Immobilien. So, wir öffnen einfach das Handy. Ihr seht oben, ich habe 85 Millionen und ich kaufe mir jetzt einfach mal 4 Deluxus hier rein in die Garage. Mal runter zu den Deluxus. Wie gesagt, hier Scramjets könnt ihr euch auch kaufen. Irgendwelche Autos, wie gesagt, nur keine Gebäude. Das ist wirklich ganz wichtig. Mal Stromberg zum Beispiel könnt ihr euch auch kaufen. So, wir gehen dann einfach auf das Auto, was wir uns kaufen wollen. Dann in die Garage, wo wir das Auto rein haben wollen. In meinem Fall jetzt hier die Autowerkstatt. Ja, einfach ein altes Auto überschreiben, was ich nicht mehr brauche. Eine schmutzige Easy-Kopie. So, dann drücken wir auf Kreis, nochmal auf Kreis, dann das nächste Auto kaufen. Auch einfach wieder bestätigen.
So, habt ihr euch dann das letzte Auto gekauft, ist es wirklich ganz wichtig, dass ihr in diesem Menü hier drin bleibt. Bleibt wirklich in diesem Menü drin. Wenn ihr aus dem Menü rausgeht, das Handy wieder schließt, dann ist der Frozen Money Glitch futsch. Das, was wir jetzt machen, ist, wir öffnen einfach das PSN-Menü, öffnen jetzt einfach entweder Spotify oder YouTube, irgendeine App zum Anhalten. Gehen dann wieder auf GTA. Dann werden wir diese Meldung bekommen, wurde vom PSN abgemeldet, einfach die Meldung bestätigen. Als nächstes werden wir dann als Franklin im Story-Modus geladen. Solltet ihr jetzt als Michael spawnen, dann habt ihr auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht und dann müsst ihr es nochmal neu starten. Wir werden jetzt den Anruf von Simeon bekommen. Diesmal nehmen wir den Anruf an. Als nächstes drücken wir einfach auf Options, dann gehen wir in den Rockstar Editor. Gehen dann einmal in den Regisseur-Modus. Dort im Regisseur-Modus angekommen, müsst ihr euch dann einmal zu einer Peyote-Pflanze begeben. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo eine ist, könnt ihr euch auch zu diesem Ort begeben, wo ich mich jetzt gerade befinde. So, einmal zur Peyote-Pflanze hin, Steuerkreuz nach rechts, um die Peyote einmal zu fressen. Und sobald wir jetzt ein Tier geworden sind, drücken wir einmal Touchpad, gehen dann auf Regisseur-Modus beenden. Und wenn wir jetzt im Story-Modus spawnen, werdet ihr sehen, dass wir jetzt als Tier spawnen. Dann haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja, wir gehen jetzt einmal auf Options, dann gehen wir auf Online, geht hier online spielen und starten einfach irgendeine Sitzung. Und jetzt hier in der Lobby angekommen, werdet ihr sehen, ich habe wieder meine 85 Millionen. Wir geben uns einmal eben zur Garage. Und hier in der Garage angekommen, seht ihr, ich habe jetzt hier meine 4 Deluxus stehen. Ich habe meine 85 Millionen GTA-Dollar wieder und die 4 Deluxus. Als nächstes gehen wir mal hier zu dem blauen Kreis. Switchen die Deluxus einmal um. Ihr könnt die auch gerne zweimal umswitchen. Haben wir das gemacht? Einmal Interaktionsmenü öffnen, dann gehen wir auf Stil, switchen einmal das Outfit, so dass wir die goldene Ladeschnecke unten rechts bekommen. Und dann haben wir die Autos auch schon abgespeichert. Jetzt kann ich euch mal zeigen, wie viel so ein Deluxo im Verkauf gibt. So, dafür begeben wir uns dann einmal zum LS Customs, gehen auf Fahrzeug verkaufen. Ihr seht, 2.129.860 GTA-Dollar kriege ich dann im Verkauf. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall auch schon. Wenn ihr den Frozen Money Glitch erneut machen wollt, dann geht ihr wieder in den Story-Modus. Ladet den Spielstand mit der Frischfleisch-Mission erneut. Der Story-Modus angekommen, wir durchsteuern dann wieder Simeon anrufen. Dann geht ihr wieder in den Online-Modus, Deluxus kaufen und einfach die gleichen Schritte wiederholen. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.